bin Janis Wöllner, ich bin 21 Jahre alt und mache meine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der APO Bank. Die Ausbildung dauert 2 Jahre lang und ist unterteilt in Theorie und Praxis. Meine Theorie habe ich in Münster in der Berufsschule, immer wochenweise, mehrmals im Jahr, und das Pendant ist dann die Praxis in der Filiale. Mein Alltag in der Schule unterscheidet sich gar nicht mal so sehr von dem, wie er früher war. Großer Unterschied sind natürlich die Fächer. Ich habe jetzt eher Wirtschaftslehre und Bankenbetriebslehre. Und die Art des Unterrichts ist ein bisschen anders, weil ich Teil einer digitalen Klasse bin und entsprechend nur noch mit iPad und einem Stift arbeite, anstatt mit Büchern und vielen Zetteln, wie es früher mal war. Also der Unterricht mit dem iPad ist erstmal sehr vielfältig. Wir arbeiten beispielsweise nicht mehr mit richtigem Frontalunterricht, sondern unsere Lehrer schicken uns lückenhaft die PowerPoint-Präsentation zu, die wir dann während des Unterrichts ergänzen. Oder wir spielen so eine Art anonyme Quiz, wo ich dann auch sehen kann, okay, wie bin ich so im Klassenvergleich, oder auch Plattformen, wo wir Wortsammlungen anbringen können, um beispielsweise Themen zu eröffnen. Das Schulgelände gleicht so ein bisschen einem Campusgelände. Wir haben einen großen Freizeitbereich, wo wir mit das dann mal eine Partie Billard spielen können oder auch mal eine Runde kickern können. Die Atmosphäre unter uns Azubis ist richtig gut. Unser Zusammenhalt ist auch richtig gut. Zusammen zu lernen macht auch einfach riesig Spaß, und auch die Hausaufgaben haben sich auch drastisch geändert. Beispielsweise muss ich dann ein Lernvideo zum Blog erstellen oder per iPad eine Zusammenfassung oder eine Mindmap oder ähnliches. Mein Tag in der Filiale beginnt erstmal ganz normal mit dem Ankommen. Ich gehe an meinen Arbeitsplatz, gucke, dass ich meinen PC erstmal hochfahre, melde mich an, gucke durch meine E-Mails und dann strukturiere ich mir den Tag so, was habe ich vor, was will ich heute so schaffen. Die häufigsten Tätigkeiten sind so die Unterstützung im Tagesgeschäft, sprich Kredite zu bearbeiten, Konzepte zu erstellen, Kreditanträge zu schreiben, Kundentermine vor- und nachzubereiten oder halt auch mit den Kunden in Verbindung zu setzen oder für die Kunden meine Karte freigeben, solche Sachen natürlich auch. Die Vorbereitung für die Kundentermine machen wir Azubis immer im Vorrang. Die Berater setzen sich dann kurz davor nochmal mit uns zusammen und gehen das nochmal durch. Gucken, dass wir das zusammen vorbereiten. In den Kundentermin selber ist es auch eher ein Tandemgespräch. Die Berater haben natürlich ein deutlich größeres Spektrum, was sie beraten können. Binden uns Azubis aber auch sehr viel mit ein, und alles, was wir schon können, dürfen wir auch vollends mitberaten. Die Nachbereitung der Termine findet immer mit einem Berater statt. Wir gucken, okay, was sind jetzt unsere nächsten Schritte, was müssen wir veranlassen, was ist jetzt unsere Arbeit, die aus dem Termin resultiert. Jeder übernimmt so einen Teil, man spricht sich da klar ab, und es gibt natürlich auch einen Teil, den man zusammen macht, damit wir auch von den Beratern einfach Arbeitsabläufe und Arbeitsschritte lernen können. Die Tage, die enden meistens mit einem Feedbackgespräch. Das ist etwas, was sich so fortlaufend durch die Ausbildung hindurchzieht, und es geht tendenziell eher um das Verhalten in der Filiale und das Verhalten mit Kunden, also eher um die Sozialkompetenzen. Am besten gefällt mir einfach die Vielfalt der Leute. Es ist aus allen Ecken Deutschland, ist irgendwie jemand vor Ort, jeder ist vertreten. Und man hat trotzdem nicht das Gefühl, dass man aus anderen Ecken kommt. Man sitzt einfach zusammen und man hat einfach Spaß miteinander. Man lernt einfach Leute kennen, die man sonst nicht kennengelernt hätte.